Wir sind zum Team gerecht Innsbruck. Heute sind wir am langen Weg. Einen Tag nach Gemeinderat. Wir haben auch gesagt, wir halten euch am Laufen, wie abgestimmt wurde. Ja, das Damoklesschwert des 30ers flächendeckend in ganz Innsbruck konnte abgewehrt werden. Diese grüne Schnapsidee wurde von einer Mehrheit des Gemeinderates sofort abgewürgt sozusagen. Es hat zwar noch einen Antrag eines 30ers gegeben von den Roten, der wurde leider, sage ich, in den Stadtsenat gegeben. Da gibt es aber jetzt eine Arbeitsgruppe, da wird lang um und um geredet. Also ich kann euch auf alle Fälle garantieren, ich kann euch sogar versprechen, die nächsten 2 Jahre bis zur nächsten Wahl wird es flächendeckend in Innsbruck keinen 30er geben. Und in 2 Jahren werden die Grünen dort Platz finden, wo sie hinkehren, nämlich mit 3 Mandate auf der Oppositionsbank. Und dann machen die bürgerlich vernünftig eine Verkehrspolitik, die für alle Verkehrsteilnehmer wesentlich besser sein wird. Wir haben einen Antrag gestellt, dass da hinunter ein Fahrradweg kommen sollte, weil da sind Parkplätze, die das ganze Jahr nie verwendet werden. Und jetzt muss sich das vorstellen, und das ist eine weitere Bankrotterklärung der Grünsekte. Es waren grundsätzlich alle dafür, dass das im Stadtsenat weiter behandelt wird, bis auf 10 Mandatare, ratet, wer es war, die 10 Grünen. Also, nur weil die Idee vom gerechten Innsbruck sind, sind die Grünen sogar gegen die Fahrradwege, wo sie doch die Fahrradfahrer immer so heilig sprechen. Also dann wisst ihr genau, was das hier Politik ist. Da geht es nicht um die Fahrradfahrer, da geht es nur um politische Ideologien und um Hass auf andere, die vielleicht bessere Ideen haben. Also noch einmal, Grün lehnt einen Fahrradweg ab, wo ein Willi, da kein Radweg. In diesem Sinne macht es gut. Servus Innsbruck und Servus Tirol.